So, da sind wir wieder, vollgefressen bis oben hin. Oh, jetzt wollte ich rülpsen und konnte nicht. Mach doch. Wir haben nach 22 Uhr, jetzt kannst du Gas geben, Junge. Konnte nicht. Warst du gehemmt? Ja. Auf jeden Fall, weit abgesetzt. Wir müssen auf jeden Fall ein Bier aufmachen, glaube ich. Ja. Ich habe nämlich meins, da ist so viel Luft. Ja. Was hast du die ganze Stunde gemacht? Ich weiß es auch nicht. Gebe ich dir schon zwei leere? Ja. Warum ist das eigentlich hier so? War das die ganze Zeit so? Ja. Ja, glaube, ne? Das hing so. Die ganze Zeit so wunderbar. So. Alle, die ein Bier haben, dürfen das jetzt öffnen. Und. Schön. Bier. Geil. Prost. Prösterchen. So. Ah. Bitburger. Geil. Ah, 36 zu 35. Mehr sage ich gar nicht. Wisst ihr ja alle selber. Habt ihr selber gesehen. Ja. Habt ihr euch da noch voll den Kampf geliefert am Schluss. Wir fahren mit der Crew BR218, würde ich sagen. Wo ist denn mein Mauszeiger? Ist nicht da. Mauszeiger? Doch, hier ist er. Mauszeiger. Gerade ist er wieder aufgetaucht. Ach so, wir wollten ja... Quick-Treifen. Soll mal Quick-Treifen oder soll mal... Quick-Treifen. Ja? Ja. Puh, komm, mal Quick-Drive. Schnelles Spiel. Für den schnellen Spaß. Hm? Wenn ihr die Lok auswählt, dann dürfen wir die Strecke auswählen. Genau, wir wählen jetzt erstmal die Strecke aus. Wenn ich die noch. Die Strecke? Oh Gott, oh Gott. Du bist bei den Loks, da gibt es keine Strecken. Ja, aber erstmal. Oh, jetzt. Erstmal Diesel hier. Ah. Was sollen wir denn da nehmen? Oh, IC. Viermal mit weißen IC. Bin ich nicht alleine mit dem Wunsch? Bestätigen. Strecke? Hamburg. Hamburg. Sicher? Sicher das. Wo ist die kleine Fotze? Da ist er doch. Ja. Von Celle nach Hannover oder was? Oder von Hamburg nach? Von Hamburg nach. Also maximal Uelzen, denke ich. So weit müssen wir gar nicht fahren. Uelzen ist ganz schön weit. Uelzen ist ganz schön weit, ist aber die Mitte, ne? Von der Strecke. Ja, ist auch schon. Ganz schön weit. Ganz schön was ist weit. Denn davor? Langenhagen? Oh Gott. Hamburg. Hamburg-Harburg wäre ein bisschen kurz. Ich fahre bis nach Harburg. Winzen, Meckelfeld ist auch alles da unten irgendwo, Lüneburg. Jetzt lachen die sich im Chat tot, die sich jetzt wirklich auf der Strecke auskennen. Ja. Harburg. Hamburg-Harburg ist nur einmal... Hamburg-Harburg. Sag uns doch mal, wo wir da, bis wohin wir fahren sollen. Wer kennt denn die Strecke aus dem FF? Ja. Gib doch mal Vorschläge. Wienbüttel hört sich doch gut an. Vielleicht sollen wir das kurz nachgucken. Lüneburg ist davor. Lüneburg, ja. Lüneburg ist auch relativ groß, oder? Ja. Ja, der Poll ist geschlossen. Ist vorbei. Ist mir jetzt egal, ob der ICE vorne liegt. Ich werde jetzt mal die nächste Abstimmung vorbereiten und das nächste Mal könnt ihr über die Strecke abstimmen. Wir fahren bis nach Radbruch, oder? Ja. Was ist denn mit Lüneburg? Oder bis nach Maschen. Lüneburg sind nochmal 10 Kilometer mehr. Die Lüneburg Industrie, Ilmenau, Lüneburg, da. 131. Ja. Fahren wir bis nach Lüneburg, ne? Ja, Lüneburg. Lüneburg ist so schön. Was für ein toller Ort. So. Peter B. und Siefer brauchen wir da eigentlich nicht, ne? Was machen wir hier als Umgebung? Herbst. Bewölkt, 13 Uhr. Hört sich doch super an. Ja. Ja. So viele Dinger drin. Wo ist denn der? Am Webcam-Chat, wo ist denn der hier? Wieso so? Da die Abstimmung, die wollte ich mir noch raus. Jetzt gleich eine neue reinmachen können. Ja. Ist nur ein Pause, neue URL schmeißen müssen. Später.
Ich mache auf jeden Fall mal hier den Chat auf. So. Ja, der Schenker, der hat schon die ganze Zeit danach gefragt, siehst du? Die Wagen auswählen. So ein Quicktreif müssen wir jetzt erst zusammenbauen. Das dauert doch zu lange, Kinders. Ach. Willst du noch Wagen auswählen? Lädt's doch schon. Wir sind schon am Laden. Ja, läuft schon. Läuft. Es läuft, läuft. Lädt auch relativ. Ach, der Omsi ist auch noch auf. Das ist ja. Ja, natürlich will ich den beenden. Das weiß ich auch, wie er hier die ganze Zeit bremst. So. Ich höre auch gar nichts. Weil wir sollten du auf jeden Fall den Ton ausgemacht hast, den Mixer. Ah. Merkt er sich das so lange? Oder war der die ganze Zeit an? Hier siehst du. Tada. Oh ja. Tada, Diesel. Läuft auf jeden Fall, das ist doch schön. Ich muss hier reinklicken. So, V. V ist angesagt. Kann man das hier noch irgendwo umstellen? Hier war doch mal eine Tür, oder nicht? Ja. Wolltest du mit dem Rangiergang da losfahren, oder? Nee. Was hast du? Ach nee, SL ist schnell, ne? Ja. Wie war das nochmal? Was ist denn die andere Option? SL und nix. Hm. Macht nix. Vielleicht muss man sie ganz aufmachen. Ich möchte nicht. Ja, dann bleibt's SL. SL ist gut. Wurde für gut befunden. So, Tür zu. Türen werden ja auch immer überschätzt. Wir werden hier erstmal in Hamburg kurz die Türen öffnen, glaube ich. Ich hoffe, die gehen auch wieder zu. Gucken uns mal das Triebfahrzeug an. Schalten mal die Lichter ein. Braucht die noch irgendwas? Bin mir nicht sicher. Sieht gut aus. Auch schon ein bisschen Gas geben. 49 Kilometer. Uiuiui. SL ist der Streckengang, sehr gut. Streckengang. Ist der Steckengang? Geht's da um Stecken? Ich war ein Wegstecken hier, oh. Kannst du ein. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Niveau gut auf Talfahrt gemacht, zumindest ich. Aber die Türen gehen auch nicht auf, ne? Wenn die Türen zu sind, können wir auch losfahren eigentlich. Ja. Ne? Nächster Halt ist Lüneburg, steht unten drin. Nächster Halt ist Lüneburg. Oh. Hm. Und die Fahrt geht rückwärts. Wer will nochmal? 5 Euro, 5 Mark. Ach, die läuft ja immer automatisch ab. Das ist ein bisschen. Ja, natürlich gibt es das nachher auch bei YouTube. In Kürze. In Kürze, ja. Klack, klack, klack. So, die Crew ist auch eingestiegen. Wir können los. Netzis Crew ist an Bord. Nun geht das los. Moin, moin, liebe Leute. So sagt's ja der Hamburger. Ich hoffe, ihr habt auch alle das kurze Video gesehen, was der, wie heißt er, der MS Honey 30 hat ja da Bordansagen gesprochen. Habe ich mal auf Facebook verlinkt und auch Fairsystem hat das auch verlinkt. Sehr schöne Bordansagen für den Metronom. Tollen Dialekt. Im ganz tollen Dialekt. Passend zur Gegend hier. Ja. Moin, moin, liebe Leute. Geil. Einfach geil. Ein ganz lieber Typ. Habe ich persönlich kennengelernt. Der Heini. Wieso ist das?
sitzt man eigentlich so? Doch, so sitzt man so, ne? In dem L. Ist hier L? Noch ein bisschen weiter beschleunigen hier. Ja, sicher habe ich recht. Ich hoffe, er ist auch wieder ganz genesen. Er war ein bisschen krank, glaube ich, in letzter Zeit. Guck mal drüber. Hm? Das ist das schöne U-Boot da rechts. Rechts? Ja. Rechts, da. Ach du Scheiße, U-Boot. Ich liebe U-Boote. Wie lange habe ich Silent Hunter gespielt? Guck dir das an. Damit werden wir gleich losfahren. Eine Runde Silent Hunter, geil. Oh. Oh. Schon ein bisschen überschritten hier. Und damit so in die... Der Schenker guckt das jeden Tag. Hat der Train-Driver jetzt gerade den Kamin unter Druck gesetzt? Nein, nein. Es ist fertig, wenn es fertig ist, denke ich mal. Ne? Ah, Brücken, Brücken. Brücke. Ich liebe Brücken. Der ist nicht immer I, was du suchst. Ja, aber der Mann hat gesagt, hier. Schon wieder I? Ja. Steuerung I? Nein, jetzt kann von außen ist es nicht sehen. Nee, mach da mal Steuerung L. Vielleicht war das so rum. Das ist so eine Rail Traction. Ich habe das auch schon gemacht. Das habe ich eben schon probiert. Ich recherchiere das mal schnell in meinem Dropbox-Ordner. Wie viel darf die eigentlich? Hat die hier irgendwo ein Schild? 200. Nein, ich weiß es nicht. Die kann bestimmt einiges. Jetzt dürfen wir auf jeden Fall 160. Ja, wir gucken einfach mal. Tastenkombination habe ich jetzt hier nicht, aber da gibt es einen Hebel. Neben dem PCB-Hebel. Wo? Hier? Ja, der. Ah, guck an. Also. 140. Ah, Schenker müsste es auch wissen, ja. Mal gucken, auf wie viel wir die kriegen. Oh, schöne Kamera gibt es hier auch nicht. Schöne Kamera ist ausgefallen. Ich glaube, das immer, wenn zu viele Objekte am Rand sind. Schon 142, oder? Ja, da ist aber auch Ende dann. Ja, aber oh, schon gut. Hier ein schönes Tempo. Wie ist denn hier? Ah, B. Hm? Okay. Die darf 143. Oh oh, die Deutsche Bahn AG hat jetzt auch mal reingeguckt. Schrägstrich. Je nachdem, welchen Motor sie hat, wahrscheinlich. Hm. Och, ich finde die Standardwagen eigentlich, also, ne? Aber ich bin ja auch nicht so der. Ja. Ist ja gut, dass wir vorne drin sitzen und die Standardwagen hinten dran sind. Und kriegst eine 100-Ankündigung. Mhm. Müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen bremsen. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie hin, da in Richtung 100 zu kommen zumindest. Ja, das geht doch. In Harburg müssten wir auch mal halten, würde ich sagen. Ah, 15 Minuten ist auch da. Unbekannterweise.
So einfach kriegt das. Ah, der Sound, so eine einfache Erwähnung kriegt man. Und einfach direkt ansprechen. Schweinerei. Für den Harburg müssen wir natürlich mal ganz kurz. Hier ist alles vollgebaut, siehst du das? Ja. Alles. Oh ja, hier voll ist gebaut. Viel frei. Hm? Da ist noch frei für die Crew, da kann die sich noch verewigen. Weil der Rob fährt, es gibt so viele verspäten. Na, das verbitte ich mir. Gerade noch den Smiley hintergesetzt. So. Sowas kann schnell zu einem Band führen. Nächster Halt. Nächster Halt. Hältst du an in Harburg? Harburg. Harburg. Hamburg. Ich weiß noch gar nicht, welcher Bahnsteig. Ich glaube links. Meine Damen und Herren, in nächsten und in Asshausen, in Assihausen oder was? Nächster Halt Hamburg. Harburg? Gleich. Ausstieg in Fahrtrichtung links oder rechts? Ich weiß auch nicht ganz genau. Ah, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh ja. Rollen die da schön rein. So weiter fährst, rollst du gleich durch. Nein. Die bremst doch wie eine große. Nee, Ausstieg ist links. Ja, die Zwangsbremsungsstrichliste haben wir schon bereitgelegt. Die ist aber heute noch nicht befüllt worden. Gab es noch keinen Anlass, mangels Herausforderung. Ja. Keine PZB. Ach so, ja, die PZB im QuickDrive anzumachen ist irgendwie, ja. Bringt's nicht. Ja. Genauso wie Türen. Oh, Türen sind trotzdem aufgegangen. Türen okay. Auf, ja. Na, guck. So, jetzt gucken wir uns die Sommerkleidchen hier an, natürlich. Kleine Sommerkleidchen-Studie mit Punkten. Die läuft aber auch mit Absicht irgendwie. Ja, ne? Ja. Motion Capturing ist was anderes. Und der läuft, achso, die Fleischmütze da vorne. So, Türen zu, weiter hier. Türen sind zu, wir gucken mal zur Lok, ob der Triebfahrzeugführer schon bereit ist. Wir hatten noch keine Zwangsbremsung wegen fehlender PZB, also es ist, die Möglichkeiten hätte es nicht gemangelt, aber. So, jetzt fahren wir ganz langsam an hier. Die trauen sich ja heute nicht. Ey! Die Kameraeinstellung sieht die aus, als ob wir die Siffer anhätten. Siffer. Siffer. Ganz schön was los auf dem Bahnhof hier. Man hört da so ein Gewisper die ganze Zeit im Hintergrund. USC können wir jetzt mit DTG abkürzen, sehr schön. Ja, aber doch nicht im QuickDrive, Deutsche Bahn AG. Komm. Ist sowieso alles grün. Ups. Wir können es aber nicht an jedem Bahnhof anhalten, ne? Also Harburg war ja schon größerer, aber sonst sind wir hier in 2 Stunden noch nicht in Lüneburg. Ja, Intercity fährt immer in Harburg. Ja, in Harburg, ja. Als ich Hamburg war, hat er immer in Harburg. Immer. Als sogar ich in Hamburg war, hat er immer in Harburg. ICE war das so. Wir hatten zwei Stunden Verspätung wegen Person im Gleis verstorben. Zufall, ne? Läuft über die Gleise, zack. Ne, ich glaube, der ist einfach da verstorben, ja. Also nicht ohne Zugeinwirkung, der ist einfach komisch. Leiche im. So, ich trinke noch was Kaffee. Oh, meine ist kalt. Mhm. Geworden. Meine auch, ja. Dafür ist das Bier. Ja, schön kühl. Ja. So. Das ist doch. Ach, hier ist doch irgendwo diese Brücke, wo. Das war doch irgendwie so, glaube ich. Also ich finde diese Unterführung ja super schön irgendwie. Ich weiß auch nicht warum.
Wenn du drunter fährst oder drüber? Nee, drunter, also überhaupt diese, dass man so da, ja. Guck mal hier, Kleingartenanlagen, Alter. Ja. Kannst du durch den Garten fliegen. Gemüse. Lecker. Das sah aber mehr aus wie Südafrika. Habe ich schon schönere Gartenlauben gesehen. Ja. Stimmt, da waren auch mal welche mit Rosen. Vielleicht ist das jahreszeitbedingt. Das war jetzt Herbst, ne? Dass die dann noch aufblühen? Waren das Rosen? Also ich hatte mal Rosen in so einem... Es muss ja nicht unbedingt der gleiche Schrebergarten-Objekt sein, sozusagen, ne? Das war jetzt Kohl und so. Ich meine, ist für Herbst angemessen. Oder? Kohl ist so ein Winter. Keine Ahnung, kann man auch verblühen lassen. Bin ich Gärtner? Ich möchte, dass du das bis zum nächsten Mal auch mal ein bisschen Pflanzenkunde machst. Ja. Einjähriger Staudenahorn. Was gab es denn zum Essen? Tofu-Burger? Ja. Ja, nur Tofu, also kein Fleisch. Nichts getötet. Ja, kam doch heute diese Studie raus, dass der Fleischatlas, ne, Weltfleischatlas, dass wir über 60 Kilo Fleisch im Jahr essen. Gerade die Männer, die schlagen ja immer zu, die deutschen Männer. Aber schön Grills verkaufen, ne? Schön Grills verkaufen, das wird nicht ins Verhältnis gesetzt. Was willst du denn da grillen? Ananas? Och, ich habe da auch schon andere schöne Sachen gegrillt, aber das ist jetzt kein Thema hier. Ja. Obwohl, das ist ja fast schon wieder hip, wenn man Vegetarier ist, ne? Krass. Ach, Quatsch. Ja, also wenn die Baureihe 218 abgeschafft wird, könnt ihr mir ruhig eine in den Garten stellen. Ich würde dafür auch noch extra noch einen Garten kaufen. Ganz an welchen Garten? Lisa Elster meint auch. Nichts gegen Tofu. Gerade Räuchertofu, eine Delikatesse, sag ich nur. Müsst ihr noch probieren. Als Brotaufschnitt. Du musst ja auch räuchern, sonst kriegst du ja keinen Geschmack mehr. Ja, ja. Aber Räuchertofu ist richtig geil. Vielleicht auch einlegen oder so. Oder sowas. Ja, ja gut, das habe ich noch nicht probiert. Aber Geschmack zieht. Kann man auch Brot essen. Ich finde das bloß so albern, wenn Vegetarier Tofu-Würstchen oder Tofu-Schnitzel oder so. Ich habe Tofu-Würstchen im Kühlschrank. Das ist totaler Stuss. Das Auge isst mit oder was? Die schmecken geil. Ja, der muss es aber wie ein Würstchen aussehen? Muss da Tofu-Würstchen draufstehen? Warum soll es nicht wie ein Würstchen aussehen? Weil du Vegetarier seid? Nee, die heißen auch irgendwie. Naja. Schnutzi-Bomber. Ist aber ein bisschen bescheuert. Dann esse ich, nee, ich Tofu, bin auch kein Vegetarier. Ich Würstchen oder so, esse. Ja. Mir schmeckt das. Was ist das für ein Thema hier? Wir fahren Bahn. Ja. Leute. Back to topic. Echt, hört mal auf hier. Hier mit einer Haus mit Gleisanschluss. Sie müssen hier nur unterschreiben. Gerne doch, Sie müssen nur hier unterschreiben. Ah ja, ist klar. Ja, ich wohne ja auf dem Gelände des ehemaligen Ausbesserungswerk Opladen. Daher ist der Gleisanschluss schon vorhanden. Oh, Metronom! Wie süß! Guck dir das an! So, Metronom gezeigt. Check in der Liste. Ja, genau. Das war Metronom für heute. Sind wir gecheckt? Mit 143 Schnutzen hier, Alter. Ja, ah, geht doch voran, geht doch voran. Wieder klappt. Muss man auch mal raunen. Ja, ich glaube, ich kaufe mir auch ein Haus da im ehemaligen Ausbesserungswerk. Das mit dem Gleisanschluss. Ja. Das ist wirklich schön. Die neue Bahnstadt Opladen entsteht. Da könnt ihr mal gut nach googeln. Kommt auch ein Campus drauf. Immer flotte Studentinnen am Start sozusagen. Ja. Na gut. Noch ein Metronom. Die scheinen ja hier irgendwo ein Nest sein in Uelzen. Metronom-Nest. Das hat der Rob schon gemacht. Ja, das hat der Rob doch schon gemacht. Die fährst du zum Board an. Kannst du kaufen. Kannst du kaufen. Ach nee. Kann man nicht kaufen. Kann man nicht kaufen? Ich glaube nicht. Ach, weiß ich auch nicht, ob das ist. Welche Version das ist, weiß ich auch nicht mehr. Genehmigt. Ja, deine Planung ist genehmigt, ist durch. Wieso, was für eine Planung denn?
Ja, Haus, Gleisanschluss, Uni, so. Ausbildung, ah, ja, Studentin. Geil. Ja, Studentin Hauptsache, ne? Ja, des Verkehrswesens. Studentin des Verkehrswesens. Oh Gott. Ich krieg's ja nie mehr ruhig, sag. Niveau-Limbo, echt. Wir erzählen einem dann die ganze Zeit von Triebfahrzeug, Triebfahr, hier Trieb, da Trieb. Ja, jeder versteht unter Verkehr was anderes. Ja, ja. Weißt du, ja, ja, ja. Alter, oh, so, jetzt muss ich erstmal schlucken. Euch ist bestimmt gerade morgens um 9, montags, ihr seid auf Arbeit, auf YouTube. Klickt da rum und hört jetzt die Passung. Ach stimmt, das läuft ja irgendwann auch. Unabhängig von der Uhrzeit. Ja. Hast du gesehen, die klappen sich da? Die wer? Die Lüftungsgitter gerade gewendet haben. Ja, aber die wenden sich immer mal, ne? Ja, ja. Ich habe bloß die Befürchtung, wenn man sich eine 2.18 in den Garten stellt, ist nach einer Woche nichts mehr davon da. Meinst du? Dann weil die weggerostet so ist oder irgendwelche nee, Trainspotter, die... Nee, ja. Nicht von Trainspottern, irgendwelche Metallhändler, Diebe, wenn die der Bahn schon da die Leitung klauen. Sollen wir in Winzen halten? In Winzen ist aber winzig, da müsst ihr jetzt mal bremsen, oder? Nee, das ist wirklich winzig, hast recht. Das wäre schon zu spät gewesen. Intercity, hallo? Wir sind Intercity mit der BR 208, mit der Baureihe 200. Oh, ich darf nicht mehr BR sagen. Du darfst nicht mehr BR sagen, das heißt Baureihe. Das ist verpönt, ja. Ist verpönt. Ich wurde mehrmals angeschissen. Ah. Aufs Heftigste. Weichen werden auch umgelegt und Signale gestellt, ne? Möchte das so bedenken geben? Weichen werden nicht gestellt. Denn umgelegt. Da wurde schon wieder jemand timed-out. Sehr schön. Das System funktioniert sehr gut. 295. Ich will doch eine BR-218. Ja, und ein Tresor, wo die BR-218 reinpasst. Der muss dann aber aus Beton sein, damit sie nicht den Tresor mit der 218 klauen. Oh Gott. Was wiegt die Gutste denn? Was wiegt sie denn? 60 Tonnen? 80. 80? 80 ist die Dienstmasse. Jetzt weiß ich nicht, ob sie es vollgetankt macht. Die hatten die doch in Dresden auf den Elbbrücken stehen, ne? Heißt das Elbbrücken? Ja. Echt, weil das Naturschutzgebiet drunter war, oder was? Zum Öl ablassen? Nee, da war doch Flut. Und ich glaube, so, damit die Brücke dann nicht schwerer ist, ja. Damit die nicht wegschwimmt. Damit die nicht wegschwimmt. In Dresden bauen sie nämlich immer, ne, die Sachsen, die bauen dann immer Holzbrücken über die Elbe. Ist ein bisschen komisch, ich glaube schon, dass die Strömung so stark ist, ja, auch ja, bei Steinbrücken. Ja, ja. Sonst hätte die nicht da drei Stück standen da drauf. Da gibt es Fotos von. Warum haben sie da kein Taurus draufgestellt? War zu teuer oder was? Ja, ey, die alten Dinger kannst du noch mal draufstellen, wenn die wegschwimmen. Pff. Ah, eine Tiefgarage wäre auch nicht schlecht, jo. Ja, wir suchen, Gleisanschluss. Also wir suchen ab jetzt Sponsoren. Oh, wir machen ein Kickstarter-Projekt. Wir kaufen den Bär. Wir kaufen den Berliner Airport. Dann haben wir eine Tiefgarage. Ja. Oben drüber ist nix. Super. Wir können da unsere Zugsammlung hinbringen. Ja, Weltidee, mein das Ingomann. Weltidee, ja. Mein Ingomann. Ja. Wo ist mein Bademantel? Wir fahren im Moment auf der Strecke Hamburg-Hannover. Ja. Ein Quickdrive mit einer BR 218. Ich sage jetzt einfach BR. Schlachtet mich dafür. Mit einer Diesellok. Scheiß Standardhänger. Ditzel, eine sogenannte Ditzellok. Im Fachjargon. Wir müssen mal unter die Brücke. Alter, so. Kopf einziehen. Ein Fair. Ah, wir haben nachher noch was Schönes. Ja. Ich freue mich da ja auf den von mir auch irgendwie schon so. Ja, ja. Oh, wir haben auch schon ganz schön viele Striche, ne? Nee, zwei. Nee. Oh, was kommt denn jetzt? Radbruch? Oh, ein Radbruch wollte ich halten. Warte mal eben. Versuchen wir auch Backspace. Mal. Ob wir das schaffen? Oh nee, das wird nichts mehr, oder? Ach doch. Ich glaube, bei der Bahn kann man gerade günstig die Baureihe 155 erwerben bei der Bahn. Ah, siehst du, Sven, der ist da drin. Ja, ich sehe das schon. Das ist nicht negativ gemeint. Nein, natürlich. Es heißt natürlich Baureihe. Immer wenn ich BR sage, meine ich Baureihe. Ich schicke das einfach vor. Siehst du, ich roll da immer durch.
Hier war eine Langsamfahrstelle, sagen wir jetzt einfach mal. Ja. Und darum. Ne, wir halten jetzt hier an. Vielleicht bleibt der letzte Waggon ja noch im Bahnhof stehen. Siehst du, Elstani sagt auch, BR ist auch okay. Guck mal, hier gibt kein Mindestgebot für die 155er. Wie, wann kommen die Ansagen für die BR 481, hä? Die waren doch schon. Ja, der Witz ist mein Zeuge. Was? Wir sind doch eben schon Berliner S-Bahn gefahren, ne? Ja. Ja. Eingeschlafen. Oh, eingeschlafen. So eingeschlafen. Oh, hast du was denn? Anderes geguckt? Schäm dich. Wo ist denn hier? Ah, doch. Notbremsung. Ja. Oh, ist das eine Notbremsung gewesen? War das eine Notbremsung? Nee. Warum stehst Obwohl, du? Ja, ich habe jetzt gerade da gehalten. Wir haben jetzt du hast selber initiiert, ja? Du hast selber gezogen. Ja, ja. Mhm. Ah, okay. Ja, ich habe mir das ja erst 500 Meter oder 700 Meter. Nee, dann Meter zählt das nicht. Dann zählt das nicht. Aber guck mal, wir konnten noch aussteigen. Eine Minute lang, ja? Respekt. Das macht man dann auch als Lokführer, dass man dann direkt hier die Türen zumacht, damit die Leute sich auch richtig aufregen. Ja, die schöne BR-155, der olle Energiecontainer. Kennst du die? Ja, hier ist die. Die kannst du kaufen bei der Bahn. Mindestgebot zustandsbedingt, Elektromotiven. Ach, raucht. Oh. Länge über Puffer 19.600 mm. War doch nur ein Witz. Wortwitz. Telefonnummer bei. Rufst du mal bei Petra an. Verkauf Schienenfahrzeuge in Minden. Minden? Natürlich. Ja. Ist auch irgendein großes Eisenbahnding da. Also im Obladen werden ja immer die die ganzen... Ob ausgeladen. Nee. Da ist der Bänder, da kommen alle Elektrolokomotiven hin. Der entsorgt die da. Da standen 140er so. Die kannst du ja kaufen, die soll er ja nicht entsorgen. Ah. Aber da könnten wir uns mal so ein. Privatbahn, wir werden Privatlokführer. Tagsüber fahren wir in echt. In 3 Jahren haben wir das drauf. Ja. So, also wir stellen ab sofort Lokführer ein. Anfangsgehalt 3,50 Euro im Monat. Mm. Zum Anlernen mal. Eventuell steigt das Gehalt auch noch. Hm? Ja, alles, was wir übers Lokfahren wissen, können wir euch in einer halben Stunde vermitteln. Ja. Das ist ein Schnelllehrgang dann. Ja. Guck mal, wir müssen den Boost einschalten, warte. So. Jetzt. Was für ein Boost? Ja, der Base Boost. Turbolader? Ja. Den haben sie nur irgendwann abgeschaltet. Skandalös. Also nicht, der hat ja sowieso einen Turbolader, aber der hatte dann noch irgendwie so ein extra. Dann kommt die auf 160. Nee, Quatsch. Ja, weil 140, 160 ist hier stand in der. Vielleicht mit einem anderen Motor. Ja, da waren 3 Motoren. Ich glaube, das sind halt diese U-Boot-Motoren oder was, ne? Ja. MTU sind von MTU. Ist das nicht? Guck doch mal nach vorne raus, du fährst. Ja, hallo. Die Gleise leiten mich. Ja? Lass dich von der Macht leiten. Hier, 4 Euro will er haben. Na, okay. Können wir drüber reden. Nach der Probezeit von 3 Jahren. Standard. Und wie schnell du fährst? Oder irgendwie? Nö, ich habe da. Die Schriftarten sind alles Standard. Wir das haben da nichts. Ist komplett Standard. Genau. Ja. Oh, 15 Minuten. Die ganzen 15 Minuten? 15 Minuten ist eine Ausbildung. Die ganzen 15 Minuten. Südwest. Ach Gott, verstehst du doch keinen. Südwest, wo ist denn das? Im Süden und im Westen. Ist das, ist nicht Saarland, ne? Das ist eher dann Baden-Württemberg, oder? Könnte alles außer Hochdeutsch. Möchte ich nicht. Kennt er schon, will er nicht. Also Saarland würde ich ja gerne, die sind ja lustige Typen. Lustig, lustig. Oh, fährt aber gut, ne? Muss er mal noch horned werden. Oh, schön, wie sich diese Schallschutzwände durch Ziegelsteinmauern ablösen und wieder zurück. Saarbrücke. Ein Traum. Ein Träumchen.
das war gar nicht die BR218, die BR232, weil das wurde ja geile Sound für war, ne? Der im Forum gab es dann mal zum Runterladen. Das ist richtig geil, wo man so die. Die hat ja auch so Turbo. Ne, die hat ja auch so Turbo. Lüfter gehen, dann springen je nach Temperatur, Wassertemperatur, springen die Lüfter rein. Bei Ludmilla. Ja. Christoph Otto hat das Ding gemacht, da nochmal, ja, rein, genau, glaube ich. Ja, genau. Ja, aber auch mit dem Turbolader. Ja, die springen so da nochmal dreimal richtig rein. Die hat drei Lüfter auf dem Dach und ab bestimmten Wassertemperaturen, Kühlwassertemperaturen, hörst du richtig, wie die Lüfter da reinklicken. Krass. Ja, der hatte da auf jeden Fall einen geilen Mod für gemacht, ja. Ja. Hat er. Steht unentschieden. Es steht unentschieden. Ist ja noch lange nicht zu Ende. Aber voten, voten, voten. Seebergbahn würde ich ja gerne mal fahren. Ein Vote. Oh. Oh, oh, jetzt geht's aber hier. Wir sind ja schon in Lüneburg. Ja. Das ist ja Ende, ne? Du wolltest ja nur bis Lüneburg fahren. Dir war das doch alles zu weit. Ja. Zu teuer. Zu teuer. Wir können ja nicht so viel Diesel hier über den Jordan schicken. Oh, jetzt wird's aber... 110 nach vorne. Ja, Seebergbahn. Muss mal hochgevotet werden hier. Oh, vorne ist 80. Können wir direkt weiter bremsen. Lüneburg. Ja, das ist jetzt nicht so genau drin, aber Klicks von Mods zählen Faktor 10. Das können wir natürlich technisch nicht abbilden. Womit die Seebergbahn auf Platz 4 ist. Obwohl, wenn ich jetzt auch noch klicke, dann ist sie unter den ersten dreien. Jetzt können wir langsam bremsen, damit wir in Lüge... Oh. Sagte er, als er die Bierflasche ansetzte. Hätte ich mich fast verschluckt. Fast verschluckt. Das gute Bitburger. Oh, jetzt müssen wir aber... Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir aber bremsen hier. Das ist aber fast ein Punkt wert heute, du. Meinst du? Ja, das zweite Mal. Also das war doch von vornherein klar. Die hat doch auch so eine geile hydraulische Bremse, ne? Das mag durchaus sein, dass sie eine verschleißfreie hydraulische Bremse hat. Die hat aber also die über 40, ganz tolles über 40 Prinzip. Nur bremst. Ganz tolles Prinzip. Ja, ja, das Prinzip habe ich schon mal kennengelernt beim Leopard 1. Geil, ey. Das ist genauso. Ja? Haben die von der BR218 übernommen? Der Motor kommt von der gleichen Firma. Warum soll die Bremse woanders sein? Ach so. Da ist sie. Jetzt bin ich ein bisschen. Das hast du ja doch noch geschafft. Sie ist ein bisschen um den Punkt rundherum gekommen. Ja. Ja, die bremst doch wie herrlich. So. Das Field of View ist ja ein bisschen kacke eigentlich oder nichts nützlich, ne? Aber hier, wenn man cool so rundherum guckt, sieht das irgendwie. Das ist richtig geil, oder? Ja. Ist auch schön für Screenshots zu machen, finde ich. Für Simu-Fan. In Kürze. Gut. In Kürze. So. Ja. Was Fliegenwechsel. Ja. Dominion Canada. Geil. Dominion Canada. Dominion Canada. Ah ja, genau. Ja. Wir fahren jetzt gleich noch was Schönes. Direkt im Anschluss. Direkt im Anschluss. Ohne groß rum zu pausen. Mal hier kurz den. Ja. Das muss jetzt klingen. Zack. Nein, so. Hilfe, Hilfe, Hilfe.